Danke, dass ihr alle da seid. Wie viele von euch haben sich schon mal mehr Wertschätzung und Anerkennung im Büro gewünscht? Und wie viele von euch möchten gern wissen, wie ihr mehr Leichtigkeit ins Büro bekommt? Ich heiße Natascha Nimitsch und ich bin Innenarchitektin und Coach. Mein Team und ich machen Büros zu Kraftorten. Was genau das bedeutet, werde ich euch in den nächsten 20 Minuten erzählen. Da geht es nicht rein um die Innenarchitektur, sondern wir starten deutlich früher. Weil wenn wir nur mit der Innenarchitektur was verändern würden, dann wäre das so, als würden wir ein marodes Gebäude einfach nur neu anstreichen. Dann sieht es wieder gut aus, die Fundamente sind trotzdem marode. Und um euch zu erklären, warum das so wichtig ist, viel früher anzusetzen, möchte ich euch gern eine persönliche Geschichte erzählen. Ich selbst habe mir ganz oft mehr Wertschätzung und Anerkennung im Büro gewünscht, habe sie leider nicht gefunden. Also manchmal wäre ein simples Danke ganz schön gewesen. Und als ich dann befördert wurde zur Abteilungsleiterin, habe ich ein Coaching bekommen. Da dachte ich das erste Mal, wow, da ist jetzt die Anerkennung, die Wertschätzung. Super, ich bekomme ein Coaching. Ich bin gespannt, was da passiert. Der Coach ist extra aus München angereist. Und jetzt kommt schon die Emotion. Ich saß mit dem Coach in Frankfurt im Besprechungsraum und wir haben auf meinen Vorgesetzten gewartet, der das Briefing geben sollte. Wir haben 5 Minuten gewartet, wir haben 10 Minuten gewartet. Und dann kam irgendwann mein Vorgesetzter rein, starrte aufs Handy, blickte kurz hoch und sagte dann, sie soll härter werden, Emotionen haben im Job nichts verloren. So, das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen. Die ganze Freude war dahin. Führungskraft ist wieder rausgegangen. So, was machen wir jetzt damit? Der Coach sagte direkt, ich glaube, er braucht das Coaching. Das hat mich leider nicht getröstet. Genau, also ich habe dann wirklich reflektiert und habe gedacht, er hat recht, das ist unprofessionell, ich muss die Gefühle unterdrücken, ich muss die Emotionen unterdrücken, ich mache das eisblockartig, ich baue eine Mauer auf und dann funktioniert das. Das habe ich dann 1 bis 2 Jahre so durchgezogen und dann kann ich mich erinnern, hatten wir einen Termin, einen Pitch, einen längeren Termin beim Kunden, wo wir den ganzen Tag saßen. Und ich habe dann irgendwann schon so am Rücken gemerkt, okay, da irgendwas zwickt da, irgendwas ist da nicht gut, ich habe Rückenschmerzen. Aber klar, wir saßen den ganzen Tag, dann dachte ich, das muss der Rücken sein vom Sitzen. Und abends wurde es dann unerträglich, es wurde kolikartig und dann habe ich entschieden, ich gehe ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus hat sich dann rausgestellt, dass ich einen Nierenschaden habe. Also relativ schnell darauf musste ich ins Krankenhaus und operiert werden. Und dieser Krankenhausaufenthalt hat mein Leben verändert. Also ich hatte 2 Wochen Zeit zu reflektieren und insbesondere bin ich über einen Film gestolpert, der nennt sich Der Film deines Lebens. Und in diesem Film sieht man einen Manager, der ist in einer ähnlichen Situation, der kommt ins Krankenhaus, muss operiert werden und während er in der Narkose liegt, träumt er. Und er sieht sich selber auf einem See in einem kleinen Holzboot. Und er paddelt die ganze Zeit mit einem Paddel. Und was passiert, wenn wir mit einem Paddel auf einer Seite paddeln? Wir drehen uns im Kreis. Und die Message von dem Film war, dass mit der Operation die Symptome behoben wurden, nicht aber die Ursache. Und in dem Moment habe ich mich in diesem Boot gesehen und habe verstanden, okay, wenn ich jetzt nach der Operation wieder zurückgehe und weiter gegen meine Intention lebe, dann wird was anderes kommen. Bei mir war es eben die Niere und bei jemand anderem ist es ein Burnout, eine Depression, was auch immer. Also habe ich relativ kurz darauf gekündigt und mein eigenes Unternehmen gegründet. Und da habe ich entschieden, es anders zu machen. Denn ich bin der Meinung, Emotionen haben sehr wohl was im Job verloren. Und Emotion schlägt Wissen. Weil Wissen finden wir inzwischen im Internet. Die KI unterstützt uns super mit Wissen. Aber was ist es denn dann, was uns menschlich macht und wonach wir suchen? Es ist die Emotion, das sind die Gefühle und das sind die Verbindungen. Das ist das, wonach wir Menschen ja suchen. Und was ganz wichtig ist, ist eben, dass Arbeit und das Büro etwas sein sollte, was uns stärkt und nicht etwas, was uns krank macht. Wir sollten dort Wachstum erfahren, sollten uns weiterentwickeln können.
Und als Innenarchitekturbüro werden wir ganz oft gefragt, gerade jetzt nach der Pandemie, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter wieder zurück ins Büro? Zum einen stellen wir uns dann die Frage, was ist die Erwartungshaltung des Kunden? Denkt ihr, wir streichen jetzt die Wand grün, das steht für Hoffnung, dann kommen sie alle wieder? Oder eben der Obstkorb und der Kickertisch, das ist ja nicht das, was die Mitarbeiter brauchen. Und dann die zweite Frage, die stellen wir tatsächlich auch dem Kunden. Habt ihr denn die Mitarbeiter mal gefragt? Also wir können das ja nicht beantworten. Da gibt es kein One Fits All. Das müssen euch doch die Mitarbeiter sagen. Und zum anderen, wenn ihr die Mitarbeiter fragt, dann fühlen die sich wertgeschätzt. Also das ist doch das, was es braucht. Und da geht es nicht um wünscht ihr was, sondern da geht es darum, wirklich zu gucken, wenn ihr 5 Tage im Homeoffice bleiben wollt, woran liegt das? Also es gibt Personen, die brauchen das und dann ist es doch auch fein, weil wir müssen den Menschen ja nicht über die Schulter schauen, sondern wir sehen doch die Ergebnisse. Also einfach mal zu hinterfragen, warum wollt ihr vielleicht zu Hause bleiben oder was braucht ihr im Büro, um wiederzukommen? Und auch da ein ganz großer Punkt, was ist es denn, die Verbindung? Das ist das, was die Mitarbeiter zurücklockt. Also das Zwischenmenschliche. Das heißt, wir im Unternehmen haben es beispielsweise so 5 Tage die Woche Homeoffice. Sind alle im Homeoffice? Nein, wir kommen doch trotzdem ins Büro, weil wir uns sehen wollen. Und deshalb ist das Fundament von New Work oder generell eben von dem Thema neue Arbeitswelten ist ganz klar New Leadership. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft die Personen Führungskräfte werden, die besten Verkäufer sind. Und die haben, natürlich kann man denen keinen Vorwurf machen, weil die haben es ja nicht anders gelernt. Die haben kein Coaching gemacht. Das heißt, die wurden gar nicht befähigt, als Führungskraft zu agieren. Sie sind die besten Verkäufer, ja. Und das wollen sie auch weiterhin sein. Also haben sie gar keine Lust, gar keine Zeit, das Team zu empowern. Das heißt, übel nehmen kann man es ihnen nicht. Aber Fakt ist, ein Leader oder ja, New Leadership sollte die Person sein, die nicht der beste Verkäufer ist, sondern Emotionen zeigt, sich wirklich also anhört, was das Team in dem Moment braucht. Im Grunde genommen ein Mentor, Coach. Und was damit einhergeht, ist auch das Thema Fehlerkultur. Also zum einen geht es nicht um die Führungskraft, sondern die Führungskraft ist dafür da, dem Team zu dienen und alles Bestmögliche zu machen, dass die perfekt performen können. Und zum anderen geht es darum, die Fehlerkultur zu verändern, weil die Fehler sind Brücken zum Lernen. Und wir lernen es leider schon in der Schule falsch, weil wenn ein Fehler gemacht wird, kommt der Rotstift. Und dadurch lernen wir, Fehler zu vertuschen oder Ausreden zu finden oder es auf jemand anderen zu schieben. Anstatt diese wertvolle Zeit und Ressource zu nutzen, nach Lösungen zu suchen. Dann stattdessen entstehen Konflikte, wer war es? Nee, ich war es nicht. Das macht keinen Sinn. Aber das funktioniert nur, wenn eben die Führungskraft sagt, super, wir feiern jeden Fehler. Wir besprechen das im Team und wir lernen alle draus. Natürlich sollte dann ein Fehler nicht 2, 3, 4, 5 Mal passieren. Aber es ist eben die Führungskraft, die dazu animiert, zu sagen, Fehler haben was Gutes, Fehler sind positiv. Und dann, ich weiß nicht, wem von euch das Maria Montessori-Konzept bekannt ist. Der Leitsatz von Maria Montessori war, hilf mir es selbst zu tun. Zum einen geht es darum, dass der Lehrer als Mentor zur Verfügung steht. Das ist in unserem Fall die Führungskraft. Zum anderen ist in dem Raum schon alles vorhanden, was die Schüler brauchen, um selber auf die Lösung zu kommen, weil alles schon in ihnen steckt. Und ich habe lange reflektiert und als ich festgestellt habe, okay, ich verändere was in der Arbeitswelt, ich will da was bewegen, ich will, dass eben Gefühle und Emotionen ins Büro kommen, dabei habe ich gemerkt, dass die Schule was ganz anderes lebt. Und meine Söhne waren bis vor einem Jahr, dort ist einer von ihnen, meine Söhne waren bis vor einem Jahr auf der staatlichen Schule und ich habe gemerkt, okay, das sind dann die Kinder, die immer noch in dem alten Schulsystem sind und die kommen dann in die neue Arbeitswelt, die wir hart erkämpft haben. Das passt ja auch nicht zusammen. Also habe ich nach einer Schulform gesucht, die zur neuen Arbeitswelt passt. Und da bin ich dann eben über Maria Montessori gestolpert. Jetzt sind meine Söhne beide seit einem Jahr auf der Montessori-Schule und ich lerne so unglaublich viel für die neuen Arbeitswelten. Das ist
Vor allem ist es immer wieder eine Freude zu sehen, wie meine Söhne sich entfalten, wirklich Potenzialentfaltung. Die können so viel selber, die sind so stolz. Und deshalb habe ich auch meinen größten Mentor mitgebracht. Genau, und dann gibt es eben nach dem New Leadership, gibt es die zweite Säule und das sind die Unternehmenswerte, die Kultur und der Purpose. Denn wenn ein Unternehmen nicht diese Kultur, Werte und Purpose festgelegt hat, dann haben wir keinen Leitstern als Mitarbeiter. Dann wissen wir überhaupt nicht, also dann strugglen wir und wissen überhaupt nicht, woran wir sind. Und außerdem ist es so, dass wenn die Werte festgelegt und offen kommuniziert werden, dann wissen wir ganz genau als Mitarbeiter, passen denn die Werte auch zu meinen persönlichen Werten? Weil wenn sie nämlich nicht dazu passen, dann wird das zwangsläufig auch, da werden beide Seiten nicht glücklich, weil man sich dann auch wieder anfängt zu verbiegen. Und was auch ganz wichtig ist, ist eben einen klaren Purpose zu haben. Und ganz oft höre ich, der Purpose ist, wir wollen Marktführer werden. Das ist ja kein Purpose. Also mag für manche ein Purpose sein, aber das ist im Außen mal kurzzeitig vielleicht, oh super, da kauft sich der CEO den neuen Porsche. Das ist kein gemeinsamer Purpose. Und wenn man einen wirklich guten Purpose hat, wofür alle Mitarbeiter brennen, dann wird man vielleicht zwangsläufig Marktführer, aber das allein ist eben nicht das Ziel. Und wenn eben die unteren Punkte gelebt werden und verstanden sind im Unternehmen, dann versteht das Unternehmen auch, dass es ganz wichtig ist, die Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen. Das heißt, zu gucken, was für Typen haben wir denn überhaupt im Team und was brauchen die denn dann für Arbeitsorte? Also ähnlich auch wieder Maria Montessori. Wir bieten alles an und das ist das, was dann die Antworten aus uns rausbringt. Und da haben wir etwas definiert oder mit unseren Workshops erarbeitet und haben festgestellt, dass in den Teams immer wieder die gleichen Typen vorkommen. Und das ist zum einen der Schweigefuchs, das ist der, der eben fokussiert arbeitet, der analysiert arbeitet, der möglicherweise theoretisch auch im Homeoffice arbeiten könnte, aber eben auch im Büro die Verbindung sucht und deshalb dort auch Stillarbeitsorte braucht. Dann haben wir die Teambiene, wie es der Name schon sagt, die arbeitet gerne im Team, kollaborativ. Dann haben wir den Singvogel, der telefoniert viel, der redet viel, Callcenter beispielsweise. Und dann haben wir den Reisehasen, das ist der typische Außendienst, also der ist einfach sehr viel unterwegs. Und jeder dieser Typen hat einen Kraftort im Büro, also einen Ort, wo er wirklich perfekt performen kann, wo er sich entfalten kann, wo er das findet, um eben auf die Lösungen zu kommen, die er braucht. Und das ist eben bei der Teambiene, sind das diese Teamarbeitsbereiche, flexible Bereiche, kollaborative Bereiche. Und der Schweigefuchs, das ist eben jemand, der kann natürlich im Homeoffice sehr fokussiert arbeiten. Er sucht aber die Verbindung zu den Kollegen. Das heißt, er braucht im Büro auch mal einen Rückzugsort. Das heißt nicht, dass er ein Einzelbüro bekommt. Das heißt, dass er zum Beispiel eben einen Arbeitsplatz hat und ja, in der Nähe eine Rückzugsmöglichkeit, dass er einfach dann mal fokussiert, wenn er alles andere um sich herum nicht ausblenden kann, dass er die Möglichkeit hat, dort die Ruhe zu finden. Und dann kommen wir erst zu dem Punkt, den die Kunden eigentlich schon direkt am Anfang erwarten. Fakt ist aber, dass wenn das Fundament nicht vorhanden ist, dann wird das da oben nicht funktionieren, weil wir können die schönste Innenarchitektur haben. Wenn das nicht die Unternehmenswerte widerspiegelt, wenn das Unternehmen und die Mitarbeiter sich in dieser Innenarchitektur nicht wiederfinden, dann funktioniert es nicht. Dann ist es vielleicht für ein Magazin schön, aber es passt nicht zum Unternehmen. Und das ist jetzt eben Thema Innenarchitektur. Das heißt, wir haben vorher alles analysiert, erarbeitet und dann geht es eben in die kreativen Phasen. Wir detaillieren dann die Arbeitsorte, das heißt, welche Möbel werden dort positioniert, welche Technik haben wir dort. Dann geht es darum, wenn wir das innenarchitektonische Konzept entwickeln, wie sind die Gestaltungsattribute? Das heißt, ist es linear, ist es organisch? Da gibt es noch etliche weitere. Und dann schauen wir, was für ein Stil passt zur Kultur und passt zu den Werten, sodass der Kulturwandel in der Innenarchitektur sichtbar wird. Und das Ganze lässt sich natürlich dann auch nochmal farbpsychologisch unterstreichen, indem wir zum Beispiel einzelne Bereiche, wenn die Kreativität gefördert werden soll, dass wir da beispielsweise Nuancen von Türkis einsetzen
was wir ganz gern machen, ist Farben aus der Natur als in Moodboards zu übersetzen, weil die Natur ja auch Emotionen und Gefühle in uns weckt und bestimmte Stimmungen hervorhebt. Also ich kenne keine Farbkonstellation in der Natur, die nicht funktioniert. Und dann der letzte Punkt ist die Gestaltung. Das heißt, wenn es ein fertiges Objekt gibt, dann schaut man eben, wie diese Arbeitsorte dort abgebildet werden können. Was uns immer wieder auch ganz wichtig ist, sind die sozusagen Regeln. Es sind aber keine harten, strikten Regeln, sondern das sind mehr Guidelines, wenn wir von einer starren Struktur in offene Arbeitswelten kommen, dass die Mitarbeiter verstehen, was sind unsere Guidelines. Beispielsweise Tiere am Arbeitsplatz. Das sind Dinge, die kann man vorher festlegen. Es gibt genug Mitarbeiter, die Hunde haben. Und wenn dann alle ihre Hunde mitbringen und wir haben da 20 Hunde, funktioniert es nicht. Wenn wir aber vorher drüber sprechen und gewisse Guidelines aufstellen, dann kann man ja sagen, okay, wir haben ein Buchungssystem und jeder sagt, ich buche meinen Hund ein und bringe den mit. Why not? Das ist jetzt eben beispielhaft. Und wir haben jetzt mal zwei Referenzen, zwei Projekte mitgebracht, damit ihr seht, wie wir das Ganze in den Raum übersetzt haben. Und das Schöne an der Innenarchitektur ist, sie ist so kraftvoll und kann die Stimmung heben und kann entsprechend auch Emotionen und Gefühle in uns auslösen. Und es wäre ja schade, wenn wir die dann unterdrücken müssten. Deshalb, Emotion gehört ins Büro. Genau, das ist das zweite Projekt. Und jetzt versteht ihr, warum wir Büros zu Kraftorten machen. Und wenn ihr wissen möchtet, welcher Arbeitstyp ihr seid, dann könnt ihr gern hier den QR-Code scannen und rausfinden, welcher Arbeitstyp ihr seid. Wenn alle fertig sind, habe ich noch eine Folie. Bereit? Unabhängig von eurem Titel, von eurem Status, es ist absolut egal, ob ihr was geleistet habt oder nicht, das zählt für alle. Und das ist auch ganz wichtig, das ins Büro zu bringen. Der CEO ist nicht wichtiger als die Assistentin. Punkt. Dankeschön.